Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Die folgende Sendung widme ich einem Zitat, das ich von einem guten Freund mal gehört habe. Der hat mir gesagt, günstige Nahrung kann ich mir nicht leisten. Ja, das habe ich mal so gehört, da bin ich groß darüber studiert, was er eigentlich gesagt hat. Heute verstehe ich das viel, viel mehr. Und heute möchte ich eigentlich diese Situation, die sich jetzt gerade hier im Studio gegeben hat, nutzen, um es mit einem ganz, ganz weisen Arzt zu diskutieren, zu besprechen. Er ist einer der wichtigsten Menschen, der in der Begründung der Rohkostdiät und hat damit sehr viel Erfolg gehabt. Nicht nur er, sondern auch sein Großvater, der legendäre Maximilian Bircher-Benner. Und heute ist der Enkel da, der Dr. Med. Andres Bircher-Benner. Ganz herzlich willkommen, lieber Andres. Ja, günstige Nahrung kann ich mir nicht leisten. Schönes Zitat, oder? Er hat nicht gesagt, gesunde Nahrung kann ich mir nicht leisten. Nein. Günstige Nahrung. Ja, günstige, weil eben, wenn man das so interpretiert, die günstige Nahrung ist einfach wirklich diese ganze schnelle Fastfood. Ja. Billig, ja. Billig. Das ist günstig, aber die Folgen daraus in irgendwelcher absehbarer Zeit sind einfach letztendlich teure Krankheiten, die man wieder, die er sich nicht leisten kann, Ach, das Zitat ist gar nicht von ihm. Das ist von seiner Mutter gewesen. Da hat immer gesagt, Bub, der Kollege ist 62, Bub, günstige Nahrung kann ich mir uns nicht leisten. Da fand ich einfach großartig. Ja. Ja, tauchen wir doch einmal ein bisschen in eine gescheite Ernährung rein. Du empfiehlst ja immer die ganze Rohkost. Und wir hören aber auf der Ernährungsseite, dass es so viele verschiedene Typen gibt von Menschen. Es gibt Blutgruppendiäten, es gibt ketogene Ernährungen, es gibt die rein vegane, es gibt die Vegetarier, es gibt Paleo. Man weiß in diesem Dschungel ja gar nicht mehr eigentlich, was richtig ist, was gut ist, was biologisch verträglich ist. Und du bist jetzt Vertreter einer sehr starken Rohkostdiät. Ja, also eigentlich, wie man gesund ist, dann kann es laktovegetabile Diät sein, wobei man eben mit dem Milchprodukteanteil heute zurückhaltend sein muss, besonders weil sehr viele Menschen allergisch werden auf Milcheiweiße. Nun, es ist wichtig, auf der einen Seite kann man die Kosten der Ernährung beachten, auf der anderen Seite, was der Körper braucht. Und was der Körper braucht, ist sehr wenig, wenn man das Richtige zu sich nimmt. Es gibt, Entschuldigung, auch von meinem Großvater den Begriff der Nahrungsökonomie. Der Körper, die Biologie des Menschen, hat ein ganz bestimmtes Anforderungsprofil an die Nahrung. Dinge, die er braucht und Dinge, die er nicht brauchen kann. Und das, wenn man das beachtet, dass man genau das isst, was er braucht und von dem, was er nicht braucht, möglichst wenig oder nichts, dann braucht man sehr, sehr wenig Nahrung und dann ist das auch kostengünstig. Nun, das, was man heute isst, ist stark überschüssig eben an Nahrungsstoffen, die der Körper nicht brauchen kann, die nur sinnlose Wärme produzieren, welche eben den oxidativen Stress machen, den wir schon besprochen haben, welche die Zwischenzellsubstanz des Bindegewebes anfüllen mit Stoffwechselschlacken, sodass es zur Arteriosklerose kommt, zu Autoimmunkrankheiten, zu Adipositas, zu Diabetes, was heute einfach um uns herum geschieht. All dies ist vermeidbar, eben mit günstiger Nahrung, das heißt mit einer Nahrung, welche möglichst genau dem Bedarf des Körpers entspricht. Und das ist eine Ernährung, welche eben möglichst weitgehend aus Pflanzen bestehen soll, weil die Pflanzen, soweit sie keine Toxine enthalten gegen Dielfraß, haben sie in ihren Blättern, Früchten, Stängeln und Wurzeln, wenn man zusammen nicht, am genauesten die Zusammensetzung, welche dem Bedarf des biologischen Systems entspricht. Das ist auch nicht so erstaunlich, weil der Stoffwechsel von Tier und Mensch ist entstanden
als es noch kein Feuer und kein Kochen gab und noch kein Käse, als die Menschen eben von diesen Dingen leben mussten. Die ganze Höhlenjägergeschichte, das war Anpassungen an die Eiszeit. Man hat dann noch diese Anpassung bei den Eskimos und die leben eben, sind kräftig, aber leben dann nicht lange, weil sie auch krank werden von dieser einseitigen Nahrung. Ja, ein guter Satz habe ich jetzt gerade wieder gehört, dass das Immunsystem sich eigentlich aufgebaut hat über die Evolution. Und das ist halt einfach wirklich noch ohne Käse gewesen und ohne Milch. Und ja, das ist natürlich heute die Ausgangslage. Was du noch sagst, ist, wir brauchen nicht so viel, aber wir denken immer, wir brauchen viel. Und viel Abwechslung und viel Vielfalt. Aber du brauchst gar nicht so viel in der Rohkost. Nein, es ist eigentlich die Vielfalt der Ernährung, wie sie heute allgemein vorhanden ist, ist sehr klein. Die Leute essen immer dasselbe. Sie essen Spaghetti, Röste und ein Mocken Fleisch und vielleicht noch ein paar Karotten. Ja. Aber eigentlich immer dasselbe, auch vom Geschmack her. Es ist dann salzig oder scharf oder was immer. Aber wenn man eben zurückgeht auf eine Nahrung, welche dem Körper entspricht, dann werden auch die Geschmacksempfindung wieder viel sensibler. Das ist sehr gut untersucht worden, am Beispiel der Anorexia mentalis oder Nervosa und am Beispiel der Adipositas, dass eben die Geschmacksempfindungen sich sehr stark abstumpfen durch eine solche Ernährung, wie sie heute praktiziert ist. Und wenn man zurückgeht in die biologisch gesehen richtige Ernährung, hat man viel mehr Freude am Essen, weil er alles bekommt, reichen Geschmack. Wie man das auch sieht bei den Tieren, eine Ziege, wie sie die Kräuter auswählt, die hat ein ganz sensibles Geschmacksempfinden. Das haben die Menschen heute verloren. Nochmals bei der Rohkost, möchte mir da noch ein bisschen schwer tun. Du sagst 2/3 Rohkost, 1/3 Vollwert. Da kann man also wirklich mit Getreide arbeiten oder Gemüse gekocht? Ja, ein Gruß, wenn man die Zeit dazu hat, ist gut. Zum Beispiel etwas Kartoffeln, ein Gemüse. Oder es kann auch etwas Vollkornteigwaren sein, aber Gemüse eher mehr als die Teigwaren, damit das Verhältnis der Nahrungsstoffe gut stimmt. Mhm. Bei dem Vollwertanteil des Gekochten. Ich erinnere mich da an das Wunder von Dänemark. Das war ja noch in der großen spanischen Grippe-Saison, ja, wo ja ganz Europa erschüttert hat. Und in Dänemark ging es eigentlich spurlos vorüber, ja, weil die hatten ja die Ernährung dort gesetzlich eigentlich reguliert, indem keine tierischen Proteine auf dem Markt waren, kein Fleisch, sondern eigentlich nur Rohkost gegessen wurde. Ja. Das war ja irgendwie, ich weiß nicht, warum sie das eingeführt hatten, aber ich glaube, es war finanziell, dass sie wollten das Volk ernähren. Und da haben wir uns gesagt, wir brauchen keine Herde, die sehr viel Getreide wegessen. Wir möchten den Menschen ernähren. Und diese Statistik, die gibt es ja. Und das zeigt ja, dass diese Ernährungsform Resistenz gebaut hat, also resistent, ein stärkeres Immunsystem, wo dazu mal die spanische Grippe im Schach gehalten hat. Ja, das ist im Buch Geheimarchiv der Ernährungslehre eben beschrieben. Ist das ein Buch von dir? Von meinem Vater. Ein interessantes Buch mit eben sehr viel Wissen, das nicht beachtet ist, aber wissenschaftlich belegtem Wissen. Wir haben auch in der Schweiz ein Beispiel, das war der Zweite Weltkrieg. Eben diese ganze Rationierungszeit, da hat sich der Bundesrat Wahlen, war noch anders als heute, er hat sich an die Birkenbenner Söhne, er war schon gestorben, gewendet und haben sich beraten lassen, wie kann er das Volk ernähren mit dem, was eben jetzt in der Schweiz produzierbar ist. Und sie haben ihm das berechnet und haben ihn überzeugt. Und dann kam es dadurch zur Almbachschlacht. Also man hat dann in den Gärten, haben die Leute Getreide, Gemüse gepflanzt und man hat das Fleisch ging massiv zurück und auch die Milchprodukte gingen stark zurück.
Und entsprechend gingen die Herzinfarkte zurück und die rheumatischen Krankheiten gingen massiv zurück während des Krieges. Und als der Krieg vorbei war, schnellte das alles wieder in die Höhe. Es ist schon irgendwie traurig, dass solche langfristigen Statistiken, die es ja gibt, wo ein ganz klares Bild abgibt, kaum diskutiert wird. Ja, es ist merkwürdig, auch auf, ja, vor allem auf politischer Seite, aber vielleicht zum Teil auch auf wissenschaftlicher Seite, eben die Optik, die Sichtweise sehr subjektiv ist. Dass einfach, man möchte sich in die Weise, wie man sich ernähren sollte, nicht reinreden lassen. Man soll, viele Ärzte sind so geschult und sind der Überzeugung, man sollte Patienten nicht sagen, was sie zu essen haben. Das geht so stark in der persönlichen Freiheit und das ist ein ganz großer Fehler. Also diese großen Probleme werden nicht behandelt, weil man in die Persönlichkeitsrechte eingreift und die umgekehrt die kleineren Probleme der Zeit werden dazu genutzt, in die Persönlichkeitsrechte einzugreifen. Ja, wie sehen Sie das? Das möge verstehen, wer will. Ja, du, gehen wir jetzt in die günstige Nahrung rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Großhandel ein Gemüse kaufe, ein Brokkoli oder in einem Bioladen, das eine ist wirklich teurer, aber kriege ich hier wirklich viel, viel mehr als auf der anderen Seite aus dem Großhandel? Das ist sehr wichtig, weil gerade eben gerade die Wintergemüse, Wintersalate, die sind alle mit Nitrit behandelt. Das hat man nicht nur im gepökelten Fleisch viel drin, sondern auch hier drin. Und wenn man biologisch einkauft, dann haben die viel weniger Nitrit und dann sind vor allem eben die organischen, die Phosphatpestizide, Organophosphate, man hat Paraquat und so weiter, welche hochtoxisch sind und eben degenerative Krankheiten, neurodegenerative Krankheiten, Parkinson, wirklich die Demenz, Alzheimer-Demenz, sehr stark daran schuldig sind, dass die heute so zugenommen haben. Und das kriege ich nicht, wenn ich mich mit Bio-Nahrungsmitteln oder vielleicht sogar vorzugsweise mit Demeter-Qualität mich ernähre? Ja, das sind starke ist nicht alles weg, aber eine starke Reduktion der Pestizide. Die Pestizide, gerade die Organophosphate, die wurden im Ersten Weltkrieg in Deutschland erfunden als Kriegsgifte, Kampfgifte. Und nach dem Krieg hatte man die gloriose Idee, die als Pestizide für die Pflanzenzüchtung einzusetzen. Und davor muss man sich schützen. Es wurde auch untersucht und sogar in der NZZ publiziert, dass eben alle deutschen Markenbiere bedeutende Gehalt an Organophosphatpestiziden haben, welche Demenz und Parkinson machen. Das deutsche Bier haben wir mal eine mehrere Messungen gemacht mit Glyphosat. Ja. Und das ist ein trauriges Ergebnis gewesen, wie hoch diese Werte sind auf Glyphosat. Ja. Gegenüber dem Schweizer Bier, wo gar nichts drin ist. Ja. Wir sind dem auch nachgegangen und da stellt sich heraus, dass die Hopfen, damit sie schneller trocknen, noch mit Glyphosat bespreit werden. Mhm. Sehr wichtig. Ja. Dieses Vorgehen und dieses Verfahren ist in Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz verboten. Ja. Aber Deutschland macht das und das ist schade. Das ja, sehr schade. Kommerziell muss halt alles schnell, schnell, schnell gehen. Ja. Ja. Gut. Und dieser Phosphatdünger wird für Nahrungsmittel verwendet, damit sie eben schädlingsfrei bleiben? Ja, sind Pestizide gegen die Schädlinge. Und dann nimmt das natürlich, diese Schadstoffe gehen in das Gemüse rein und wir kochen es und essen es und kontaminieren natürlich immer mehr mit diesen Stoffen. Die wirken gegen uns genauso wie gegen die. Wie sieht es aus mit dem Mineralgehalt? Also welche Gemüse haben mehr Mineralien? Es ist immer der Bioboden oder der Demeterboden, der viel mehr Mineralien reingibt in das Gemüse. Ja, also wir haben das Problem, dass auch biologisch gezogenes Gemüse, sagen wir Eurobio, da fehlt oft Selen, es fehlt Chrom,
Es fehlt Zink, weil eben vorher über Jahrzehnte die Böden halt einseitig mit Phosphatdünger gedüngt worden sind und das holt der Boden nicht so schnell auf. Darum sollte man diese Elemente bestimmen und das halt ergänzen. Demeter, ich bin zu wenig im Bild, ob bei Demeterböden das gut kontrolliert wird, ob das da nicht der Fall ist. Ich habe nur bei Bestimmungen bei meinen Patienten war ständig ein Chrommangel vorhanden, den wir ergänzen mussten, auch wenn sie biologisch aßen. Und das ist assoziiert mit einer deutlichen Erhöhung von Diabetes. Also wichtig, das zu kontrollieren und zu ergänzen. Und Selen und Zink ganz wichtig zur Verhütung von Krebs. Ich habe mal gehört oder gelesen, dass ein Boden nicht einfach von einem Bauer bearbeitet werden darf mit dem Plakat Bio, sondern dass der Boden eben auch ein gewisses Maß an Mineralien nachgewiesen vorhanden sein muss, bevor er das Feld eigentlich mit Bio-Label versehen darf. Und das ist ein jahrelanger Prozess, wo er das Land nicht bearbeiten kann, sondern eigentlich nur immer zufügen muss, bis es wieder diesen gewissen Mineralgehalt hat und das Gemüse entsprechend genügend Mineralien verfügt. Das ist eine gute, beruhigende Mitteilung. Ja, das hat mir tatsächlich ein Arzt gesagt, wahrscheinlich kennst du ihn auch, der Frank Schulze, der war zuerst Landwirt, Biolandwirt und nach einer 40 Jahre lang Arzt. Ja. Und er hat mir das eben erzählt, dass man wirklich darauf vertrauen darf, wenn Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Das Risiko des Bauers ist viel zu groß, wenn er hier einen Mist machen würde und das Label verliert, was er über 4, 5 Jahre lang aufbauen musste, dass es überhaupt kriegt, so schnell kaputt zu machen, dass das bringt nichts. Also da dürfen wir vertrauen, hat er gesagt, dass das gut ist. Also wenn man auf dem Markt Bio-Salat einkauft, gibt es die Möglichkeit, dass man sich Nitritstäbchen kaufen kann und kontrollieren. Ich habe schon erlebt, dass ziemlich viel Nitrit am Bio-Salat war. Und da funktionieren diese Stäbchen. Früher habe ich die ins Meerwasser-Aquarium gehalten und dann hat es sich doch mit den Farben verfärbt. Ja, die funktionieren schon. Da muss ich nur auf das Salatblatt legen und schauen, dass es ein bisschen Feuchtigkeit abgibt. Ja. Ja, ach. So kann man den Biobauern ein bisschen prüfen, weil wenn sie vom Markt kommen, dann wäre eigentlich gute Qualität, aber das ist dann weniger kontrolliert. Okay. Jetzt haben wir natürlich auch noch viele, viele, wo jetzt nicht nur Rohkost machen, sondern auch Fleischkonsum machen. Was empfiehlst du da deinen Patienten, wenn sie sagen, nee, ich möchte da weiterhin Fleisch essen, Fleisch konsumieren oder auch Käse konsumieren, gibt es da irgendwelche Empfehlungen deinerseits, die nicht ganz so schlimm wären? Also man muss einfach daran denken, dass sich alle Toxine, auch die Pestizide in der Nahrungskette sehr stark konzentrieren, bis sie im Tier sind und dass darum das Fleisch viel stärker vergiftet ist als die pflanzlichen Nahrungsmittel. Ich kann nur sagen, wenn Fleisch dann Biofleisch und dann eigentlich möglichst keines. Fleisch ist eigentlich obsolete Nahrung, schon eben wegen Krebs. Die Vegetarier, die ja oft viel zu viel Käse und Milchprodukte essen und Zuckerzeug, haben schon nur halb so oft Krebs wie die Omnivoren. Also es lohnt sich, in diese Richtung zu gehen. Eben Stichwort Käse. Tut mir immer richtig weh, wenn jemand gegen Käse spricht. Ich bin Schweizer, ich liebe meinen Käse. Aber was ist denn mit Ziegenkäse oder Schafskäse? Ja, Ziegenkäse, Schafskäse, wenn man verglichen mit den ausgereiften, fettigen, gelben Käsen, ist das schon etwas besser, auch die Frischkäse. Wenn man aber Schafkäse zum Beispiel, wie man es für griechischen Salat braucht, in die Bratpfanne tun, gibt das eine sehr starke Fettschicht. Es ist also immer noch sehr reichhaltig an tierischem Fett und tierischem Eiweiß. Darum sollte man auch damit wirklich zurückhaltend sein. Die ausgereiften Käse, die haben einfach noch biogene Amine, die haben enthalten Neurotransmitter, erhalten Substanzen, welche im Gehirn wirken.
Und darum kann Käse auch süchtig machen, genau wie Schokolade, weil es diese Substanzen enthält. Man muss also dann sich richtig das abgewöhnen, damit man das reduzieren kann. Das wunderbare Schweizer Menü Fondue ist eigentlich von der Gesundheit gesehen ziemlich die größte Katastrophe, die man essen kann. Viel Salz, viel tierisches Fett, viel tierisches Eiweiß. Und da muss sich jeder selber überlegen, ob er seinem biologischen System das antun will oder nicht. Gut, ich denke, wir essen normalerweise vielleicht 2-3 Fondues im Jahr. Denke ich jetzt mal, ist das denn so ein einschneidender Schnitt in die Gesundheit oder ist das, wenn alles andere ringsherum stimmt, immer alles wieder verzeihbar? Ist immer eine Sache des Verhältnisses, wenn die Ernährung sehr gesund ist. Ist nur das Problem, erstens gelüstet sein man da nicht mehr und zweitens verträgt man es dann besonders schlecht, wenn man sich schon gesund ernährt. Wir hatten das Beispiel von einem Patienten aus Paris, die war sehr reich und eine Insel, die ihnen gehörte, in der Bretagne. Und als er 60 wurde, haben die dort großes Fest gemacht mit französischem Koch. Und als er von dort nach Hause ging, war er schwer krank. Dann hat er einmal zuerst seine Prostata blockiert, wurde das operiert, dann war er inkontinent. Und dann begann eine Multisystem-Atrophie des Gehirns und er ist wenige Jahre später daran gestorben. Das ist losgegangen mit einer konzentrierten Zeit von sehr ungesunder Ernährung. Man muss schon auch mit vorübergehenden solchen Dingen sehr zurückhaltend sein. Wenn man eingeladen ist, kann man ja mit der Menge sehr schön auswählen. Also Fazit, wir kommen nicht drum herum, wenn wir mit besten Absichten gesund alt werden möchten und die Wahrscheinlichkeit irgendeiner Erkrankung, einer chronischen Erkrankung oder einer Multisystemerkrankung verhindern möchten, dann wäre eigentlich diese Rohkosternährung, wie du sie immer wieder sagst, zumindest zu 2/3 die Basis eigentlich. Ja, man kann das biologische System nicht betrügen. Es ist so, wie es ist und hat seinen Bedarf. Und wenn man von dem stark abweist, dann füllt man die Spitäler und die Arztpraxen, was heute geschieht. Ist schon nicht ein einfacher Schritt. Weißt du, deine Empfehlung, uns Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt zu sagen, geht auf Rohkost, zumindest zu 2/3 und 1/3 Vollwert und auch gekocht. Das ist ein rigoroser Schritt in unsere Ernährung, die wir eigentlich von Kindheit mitgekriegt haben. Ja, es ist ein großer Entscheid. Es ist aber auch immer faszinierend gewesen, eben in der Praxis den Patienten die ganzen Wirkungen und Ursachen zu erklären. Und dann haben sie es gern gemacht und dann haben sie gleichzeitig schon den Beginn erhalten. Die haben alle zu Hause weitergemacht und ich habe so schöne Rückmeldungen. Da kommt plötzlich wieder ein Mail oder ein Telefon. Ich war vor 2 Jahren bei Ihnen. Wissen Sie noch, ich hatte Polyarthritis. Ich hatte Biologika. Ich war bei Ihnen in Diät und da haben wir das alles abgestellt und heute geht es mir, ich habe nichts, heute geht es mir gut und das macht einfach wirklich Sinn und Mut. Aber das sind alles Leute, die eigentlich in einer Krankheit drin gesteckt sind. Also das heißt, das Kind ist in den Brunnen gefallen und sucht den Weg raus, hat den Weg über dich Gott sei Dank gefunden, sind gesund geworden. Das jetzt zu erhalten, ist ja einfacher, als jetzt in der Prävention zu sagen, ich stelle meine Ernährung um. Und da fehlt irgendwie noch wirklich... das Bewusstsein, glaube ich, von uns allen, auch von mir, zu sagen, jetzt ist wirklich Zeit, die Ernährung rigoros umzustellen, weil das Wissen ist ja da und alles andere ist einfach Schönreden von mir selbst, oder? Ja, das ist eigentlich auch ein Sinn dieser Sendung. Das ist ein Sinn der Bücher, die wir publizieren. Und dann haben wir auf der Webseite einen Newsletter, da kommt
Diäten kosten nichts, man bekommt jeden Monat ganz wichtige Informationen und ich habe auch hier so dankbare Echos. Ich verstehe jetzt endlich, wie komplex das ist, den Menschen, wie faszinierend das alles funktioniert und mache jetzt gern diese Umstellung. Kommt man schon ein bisschen mehr in die Demut, wenn man sieht, wie das alles funktioniert? Ja. Wie viele chemische Prozesse nur schon in einer Sekunde in einem Mitochondrien ablaufen. Ja. Über 30.000 und wir haben alle keine Ahnung, warum und wieso. Ja. Und trotzdem nehmen wir uns das Recht vor, zu sagen, der Mensch ist nicht perfekt. Er wird erst perfekt, wenn wir ihm eine Impfung geben. Dann ist er perfekt. Und das ist schon ein bisschen demutig. Ein Armutszeugnis, finde ich immer wieder. Ja. An die Schöpfung. Ja. Zu glauben, dass wir ihn perfektionieren müssen, den Menschen. Ja, es ist unglaublich, wenn man hineinschaut in all diese Vorgänge, nur schon des Immunsystems, den angeborenen und das adaptive Immunsystem. Es ist unglaublich genial, wie das gemacht ist. Und auch die ganzen Sicherheiten gegen das Entstehen von Krebs, die sind sehr groß. Aber die Gewalttätigkeit gegen das biologische System ist eben so groß, dass das nicht mehr zu Rande kommt. Und da muss man noch viel lernen. Dann fasse ich nochmals zusammen. Unser Immunsystem hat das alles sicher so entwickelt aus einer Rohkostgeschichte, aus der Evolution von Rohkost, die er gegessen hat. Hat sich das Immunsystem geprägt und unsere heutige Ernährung hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, wie das Immunsystem gebaut wurde. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, es muss so sein, dass eben von Anfang an auch etwas Milch von Tieren dabei war, sonst würde das Vitamin B12 vom Körper selber hergestellt und das kann man nur aus tierischer Nahrung bekommen. Oder eben, wie man vegan leben muss, um gesund zu werden, muss man es zuführen. Also die richtige Ernährung muss eigentlich lacto-vegetabil sein, mit sehr wenig Milchprodukt, vielleicht ein bisschen Ei, aber mit hohem Rohkostanteil. Danke dir ganz herzlich. Gern geschehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie haben diesen weisen Worten auch gelauscht wie ich auch. Ich hoffe, Sie haben mehr Wille, jetzt schon irgendwo mal zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt reif, für mich diese Ernährung umzustellen auf das System, wie es uns die Evolution eigentlich schon eingetrichtert hat, wie es gebaut ist, um Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, um wirklich gesund zu bleiben. Ich für meinen Teil werde das noch intensiv mit meiner Frau diskutieren, denn ich brauche sie an meiner Seite, die mich da unterstützt, weil ich doch noch so gerne auch dieses Fondue oder ein Raclette oder eine feine Portion Spaghetti esse und das würde natürlich dann alles ein bisschen wegfallen. Naja, es braucht viel Wille, aber letztendlich geht es um unsere Gesundheit und es gibt wohl kein wichtigeres Gut zu pflegen als unsere Gesundheit. Und das wünsche ich Ihnen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.